Herzlich willkommen zu Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Staffel geht es nach Favoriten oder durch Favoriten, weil das ist ja eigentlich die drittgrößte Stadt Österreichs, wenn man so möchte. Und da gibt es wirklich einiges zu entdecken. Wir haben angefangen mit dem Baron Karl, einem sehr berühmten Bewohner und einem Wiener Original, über den die Fritzi auch einen Teil ihrer Diplomarbeit in Geschichte geschrieben hat. Dann haben wir einen Überblick gegeben über die Geschichte und die verschiedenen Teile von Favoriten. Und in der letzten Folge waren wir in den Ziegelfabriken und haben über das Leben in den Ziegelfabriken gesprochen. Und da werden wir dann auch gleich anschließen, wenn wir über den böhmischen Prater reden. Warum, sagen wir euch da gleich. Bevor es losgeht, möchten wir natürlich wie immer noch jemanden grüßen. Und zwar ganz tolle Favoritnerinnen und Favoritner, die Nicole, den Franz und die Madeleine und den Senat. Und die Fritzi möchte auch heute jemanden grüßen, ganz speziell. Fritzi. Ja, ich möchte unbekannterweise die Caroline Klima grüßen, die ein kleines Buch geschrieben hat, Favoritengeschichte und Anekdoten, Fetzen, Laberl und Dschungelkino. Und die Lektüre dieses Buches hat einen sehr guten atmosphärischen Hintergrund zu unserer Staffel gegeben. Mhm. Caroline Klima. Ist die Autorin. Ja, herzliche Grüße, danke für diese Einstimmung. Ja, und wenn auch du von uns gegrüßt werden möchtest in diesem Podcast, dann unterstütze uns doch und zwar am besten über PayPal. Wie das geht, findest du auf unserer Website erzählmirvon.wien und da steht alles drauf, wie das geht. Wir freuen uns über deine Unterstützung, denn dann können wir weiterhin so viele schöne Hintergrundliteratur kaufen und auch sonst gut bewegen und dir diesen Podcast ermöglichen. Ja, so, jetzt geht's aber los. Fritzi nach Favoriten. Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, wir sind wieder in Favoriten und es geht diesmal um den böhmischen Prater oder in den böhmischen Prater. Und da gibt es einen Zeitungsbericht von 1884, der eine sehr schöne Einstimmung ist. Und den werde ich jetzt mal ganz kurz vorlesen, wenn das okay ist. Es ist okay. Ja, also der Zeitungsbericht sagt, der Favoritener Prater befindet sich auf der Höhe des Lahrbergs. Ein breiter Feldweg, die Sandgrube des Ziegelwerks entlang, führt hin. Früher ein mit ziemlich hohem Erdreich bewachsenes Jagdgebiet, zeigt sich der Lahrberg heute als Schmuck hergerichteter Ausflugsort, in dem es Restaurationen, Ringelspiel, Schaukel und Haspel, Kraftmesser und Panoramen in Hülle und Fülle gibt. Dass das Wahrzeichen des Praters der Wurstel nicht fehlt, ist selbstverständlich. Sehr hübsche Wege durchziehen das Gehölz, in dem es der lauschig stillen Plätzchen zur Genüge gibt. An Sonntagen geht es im Prater am Lahrberg, von welchem aus man die herrliche Aussicht auf die Residenz genießt, so lustig zu wie in der Donauau in der Leopoldstadt, welche Kaiser Josef den Wienern geöffnet hat. Fritzi, da wissen wir ja jetzt schon, wo wir uns befinden, nämlich auf der Höhe des Lahrbergs. Da steht jetzt noch, das heißt Favoritener Prater. Warum heißt der denn jetzt böhmischer Prater in unserer Folge? Weil sehr viele der Wirten und Schausteller, die dort ausgestellt oder ausgeschenkt haben, böhmische Namen gehabt haben. Mhm. Das ist einmal der ursprüngliche Grund. Mhm. Und gibt es noch einen weiteren Grund? Ich meine, da waren ja die ganzen böhmischen Ziegelarbeiter, die dort gelebt haben. War das deren liebster Ausflugsort schon damals? Naja. Schon, also sicher nicht am Anfang, weil, wie wir gehört haben, sind die sehr arm gewesen und sind entlohnt worden, teilweise mit Blechmarken, mit denen sie eben nur in den Ziegelwerken einkaufen konnten, mhm, in diesen Kantinen. Und da haben sie sich also kaum leisten können, draußen was zu trinken. Das Vergnügen. Das Vergnügen. Aber nachdem der Viktor Adler diese Missstände
aufgezeigt hat in seiner Zeitschrift, hat sich das Ganze ja gebessert. Die haben dann auch durch Streiks und so weiter Verbesserungen erfahren. Und es war dann schon so, dass die böhmischen Ziegelarbeiter aus den Ziegelfabriken dort ihre ersten Maifeiern abgehalten haben und auch feiern überhaupt, wenn sie irgendeinen Erfolg feiern konnten. Und am liebsten war ihnen, und da waren sie ganz erfreut immer, wenn ihr Viktor Adler, den sie ja sehr verehrt haben, eben auch dabei war. Haben die dann gesagt, unser Wickerl? Ja, wahrscheinlich. Na, ich kann es nicht, ich kann den böhmischen oder Akzent nicht machen. Ich weiß es nicht, ich kann ihn auch nicht. Vielleicht. Aber Wickerl, ob sie gesagt haben, nein, das weiß ich nicht. Das hätten halt jetzt wir gesagt, das wenn wir da dabei gewesen wären damals und so into the thing gewesen. Der Zeitungsbericht ist ja von 1882. 84, aber egal, ja. 84, aber ich meine, das heißt, also Anfang der 1880er Jahre, hat es den da schon lange gegeben, diesen Prater, oder ist der da gerade erst eröffnet worden? Nein, eigentlich ist 1882, sagt die Literatur, hat ein Wirt, übrigens ein Kantinenwirt, der auch bei den Wienerberger Ziegeln oder in den Wienerberger Ziegelwerken eine Kantine gehabt hat, hat dort auf dieser Höhe im Lahrwald eben ein Gasthaus eröffnet und hat angesucht um Bewilligung, erlaubte Spiele zu veranstalten. Die hat er bekommen. Gleichzeitig hat der zweite Wirt, der schon ein Lokal im Prater, in unserem bekannten Prater, eben gehabt hat, um die Bewilligung angesucht, auch ein Gasthaus und eben Vergnügungen anzubieten. Und das hat unglaublich eingeschlagen, aus dem einfachen Grund, weil aus irgendwelchen Gründen hat es in Wien ein Tanzverbot auf öffentlichen Plätzen gegeben. Ist ja eigentlich fast schon wieder aktuell. Ja, aber ich könnte jetzt nicht sagen, warum das war. Und da sind die Leute vor die Linie gezogen, denn Favoriten hat ja noch nicht zu Wien gehört, wie wir wissen. Also Favoriten schon, aber dieser Teil noch nicht. Du stopp mal ganz kurz. Wer uns jetzt auf Facebook schreibt, als Kommentar, was da passiert ist, warum das nicht so war, der kriegt eine Erwähnung im nächsten Mal. Die Prüfungsfrage. Eine Prüfungsfrage, für die aufgepasst haben. In unserer ersten Folge, wie das mit Favoriten war und was zu Wien gehört hat und was nicht. Ja, schreibt uns. Gut. Also auf jeden Fall hat es dann dort auf diese Lokale einen regen Andrang gegeben und dadurch haben sehr viele weitere Gasthausbetreiber angesucht, um die Bewilligung lokal und irgendwelche Schaustellergeschäfte dort zu machen, haben ihm angesucht. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachfragen. Du hast zuerst das Wort erlaubte Spiele, die erlaubten Spiele genannt. Was sind denn erlaubte Spiele? Ja, erlaubte Spiele waren anscheinend, weil es ist, dann sagt man eben die Literatur, Kegelbahnen, was also einmal sicher ist, Kettenkarussells, Tanzveranstaltungen. Dancen. Ja, genau. Und dann war es ein Zentrum für Werkelmänner. Sehr viele Werkelmänner haben sich dort getroffen. Sag mir doch, was Werkelmänner sind. Na, Werkelmänner sind die mit Werkeln, was die mit diesem Kasten ist, wirst du vielleicht aus alten Bildern noch kennen. Ich kann mir den einen oder anderen Werkelmann. Die mit der Drehorgelspieler. Genau, mit der Drehorgel. Gibt es auch mal. Die haben immer so einen Affen drauf sitzen. Ja, auf Bildern. Ich habe ich auch schon mal in echt gesehen. In Salzburg am Roberti-Kirtag. Naja, möglich. Also auf einen Affen kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, aber an Werkelmann auf der Marie-Hilfer-Straße zum Beispiel, kann ich mich schon erinnern. Diese Werkelmänner damals die waren aber eher so Moritaten-Sänger, die haben so von Mordfällen und so weiter erzählt. Also das waren frühe True-Crime-Podcasts in Wirklichkeit. Ja, mehr oder weniger kann man das so sagen. Es hat auch sehr viele gegeben, da hast du eine Konzession dafür braucht oder Bewilligung zumindest. Und die sind aber nur bis zum Zweiten Weltkrieg ausgegeben worden. Und dann
Nach dem Zweiten Weltkrieg konntest du keine mehr erlangen, sondern aber wenn du eine gehabt hast, hast du das noch ausüben können. Aber Also deshalb kannst du dich auch daran erinnern. drum kann ich mir auch noch. Und ich kann mir sagen, ganz sicher ist einer zumindest, den ich gekannt habe, auf der Mariahilferstraße gestanden. Aber warum braucht man dafür eine Konzession? Glaubst Naja, es war halt so, der Bewilligung auf jeden Fall. Das du? ist auf So wie halt Straßen. quasi die U-Bahn-Stars dann irgendwann. Gibt es eigentlich auch nicht mehr, gell? Ja, na, oder die Straßensänger, die brauchen ja auch Straßensänger. Bewilligung, die auf der Kärntner Straße singen oder musizieren. Ne? Ja. Müssen wir mal bei unseren Freunden vom Volk und Freundinnen vom Volksliedwerk nachfragen, ob die vielleicht dort einen Leierkasten noch so haben. Ja, es ist nicht, Gottes Willen, Gott sei Dank habe ich keinen mehr, weil sonst hätten sie mich gleich fragen, ob ich als Leihgabe hergeben Ja, so würde. wie deine Harmonika, du hast Ja, doch so eine meine spezielle Harmonika, ja, Harmonika. die ist ja. Ja, Ah, ja, also, du. ja. Und Und was waren getanzt da? haben die Leute viel und so weiter. Getanzt. Ja, und was waren da noch so für Sachen? Also, du hast gesagt, Ringelspiel zum Beispiel, oder? Ringelspiele, Schießbuden, Rutschbahnen, eben wie gesagt, Kettenkarussells, und alles was, und natürlich zum Essen und zum Trinken sehr viel, weil eben Yum, yum, wirklich sehr yum. viele Tschechen hinkommen sind. Auch wird es sehr viel Bier gegeben haben, nehme ich an. Und weil du musst ja musst bedenken, um die Jahrhundertwende haben in Wien so 300.000 Tschechen gelebt. Und die Wow. haben aber nicht alle in den Ziegelwerken gearbeitet. Das heißt, es waren ja Dienstboten und Arbeiter und alles Mögliche. Und die sind natürlich auch dort schon vor den Ziegelarbeitern rauskommen. Ne? Aber warum? Warum? Naja, Wegen der weiß Na man, weil. wegen der Pächter mit den tschechischen Namen nach. Okay, warum nicht? Aber es wird vor allem auch billiger gewesen sein als in Prater, Ah, nehme ja, ich mal an. stimmt. Also bin ich ziemlich sicher. Er war damals, ist auch berichtet, es ist viel berichtet worden, es sind auch negative Berichte gewesen. Also negativ insofern, dass die Praterleute auf die Leute vom böhmischen Prater runtergeschaut haben, so herabgeblickt haben. Sie sind also was Besseres, die vom Vom Originalprater. Donauprater. Genau. Donauauenprater. Dabei müsste es eigentlich Und genau umgekehrt sein, wenn die Böhmischen am Berg sind und die in den Auen. Eigentlich müssten die. Die am Berg wirklich eine schöne Aussicht haben, weil wenn du fahr mal runter von oben nach Simmering, also da hast du wirklich eine schöne Aussicht. Angeblich hat es auch Sicherheitsprobleme gegeben, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich meine, das Aha. ist ja nicht unwahrscheinlich. Und das hat sich aber gegeben und ist heute überhaupt nicht mehr der Fall, angeblich. Ja. Ja. Okay, Und also ja. vielleicht, was ich noch interessant finde, dass dieser ganze Grund den Wienerberger Ziegelwerken gehört hat. Genau. Und dass die Leute eben dies gepachtet haben. Und die an und für sich war das nicht so, dass die Angst haben mussten, dass sie gekündigt werden, solange sie ihren Pacht ordentlich entrichtet haben. Aber natürlich war das immer eine ungute Geschichte, wenn da was selber gehört, gehört es da selber. Und Die so war es Sachen, immer was du jetzt. unsicher, aber ich glaube, es war relativ Und ich günstig. habe mal gehört, dass das älteste Ringelspiel der Welt dort ist. Stimmt das? Zumindest Europas. Steht dort, ja, das ist von 1890. Wow. Das hat den Namen, das war bekannt unter Frau Morus Karussell. Das war halt wie ein Karussell, waren nur Pferde drauf und die haben gewippt, diese Pferde. Und ursprünglich, glaube ich, konnte man auch von diesen Pferden auch irgendwie mit Stöcken auf Köpfe oder was zielen und musste die runterschmeißen, also so auf die Art. Also wie ein Und Ritterturnier quasi. naja, die werden sie eh so gefühlt haben auf den Pferden, auf den Rutschpferden. Und die haben, und das ist angetrieben worden anfangs durch Menschenkraft. Da ist wer unter dem Karussell in einer Grube gestanden und hat es gedreht. Der hat aber nicht gesungen, schön ist so ein Na, Ringelspiel, der wird sie der wird Ringelspiel. zum Singen nicht kommen sein. Dann ist halt mit dem Motor angetrieben worden. Nicht mit einem Pferd. Nein, nein, nein.
Und das gibt es aber noch immer. Das ist restauriert worden, gekauft worden von einem Schausteller, der noch sehr viele andere Dinge jetzt im böhmischen Prater betreibt und steht unter Denkmalschutz. Also das kann man sich anschauen. Ja, da möchte ich gern mal wieder hin. Das war, da habe ich schon schöne Ausflüge hingemacht. Sehr, sehr nett ist das Also dort. hast auch du Jugenderinnerungen dran, Ja, weil es ja, gibt ja. sehr viele Favoriten, also ältere Favoriten, die also irgendwas im böhmischen Prater erlebt haben. Irgendwie irgendeine angenehme Erinnerung oder lustige oder heute halt Kindheitserinnerung mit dem böhmischen Oder Prater. Zuckerwatte, Langosch. Irgend sowas, ja. Njam, njam, njam. Ja, wenn ihr ein Foto, wenn ihr, solltet ihr dort vorbeispazieren, liebe Favoritinnerinnen und Favoriten und auch sonstige Besucherinnen, dann schickt uns doch, stellt doch ein Foto auf Das wäre eine gute Instagram Idee. zum Beispiel mit Erzähl mir von Wien und zeig mir Wien, den Hashtags. Ja, apropos, weil wir sind da ja jetzt am Berg oben und apropos gehörte den Ziegelwerken, da gibt es ja noch was anderes in Favoriten, was die Ziegelwerken gehört hat und was dem Vergnügen dient oder gedient hat. Das waren dort, wo die Ziegelteiche waren, im Kurpark Oberla. Da gab es doch so Filme, oder? Filmstudios. Der Filmteich im jetzigen Kurpark Oberla, also jetzt heißt der Filmteich, das waren in den 20er Jahren, waren das außen, eine Außenstelle der Filmwerke vom Sascha Kolowrat. Und die waren wo, die Hauptzentrale? Na, die Rosenhügel Studios und dort hat man halt, da draußen hat man gedreht diese Monumentalfilme, wie Sodom und Gomorra Hm. und Die Sklavenkönigin. Und Die da, wenn man Sklavenkönigin. jetzt, da gibt es die Filmteichstraße, wenn man die entlangfährt, das ist so am Rand, am oberen Rand vom Kurpark, sieht man überhaupt nichts mehr. Wenn man in den Kurpark reingeht, hat man eben die Erinnerung beim Filmteich, aber das war eine ganz eine tolle Sache mit riesigen Kulissen und mit Unmengen von Statisten, die ja sehr billig zu haben waren. Da haben die Favoriten sind natürlich hingerannt und haben ihn statieren wollen dort, haben wahrscheinlich auch was gekriegt dafür. Und das war mit Feuerwerk und was weiß ich, hier sind auch etliche Leute oder manche Leute zu Tode gekommen. Wirklich? Ja. Und diese Sklavenkönigin, muss ich übrigens sagen, dass das heuer im Sommer angekündigt war, dass im Open-Air-Kino am Kolumbusplatz eine restaurierte Fassung gespielt wird. Und das hat mich so interessiert, aber sie haben es absagen müssen, weil so ein starker Wind gegangen ist. Ah, ich verstehe. Hat mir sehr leid getan. Du, wir sprechen da bei dir, wann sind diese Filme entstanden? Wir sprechen da jetzt nicht von den 1960er Jahren, oder? Nein, wir sprechen von den 1920er Jahren. Und bei der Sklavenkönigin hat es ja, das hast du sicher schon gehört, oder haben wir schon einmal gesprochen, diese Teilung des Roten Meers gegeben. Nein. Das weiß nicht, wie die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, hat sie ja das Rote Meer geteilt und die Also sind jetzt in der Bibel durchgezogen meinst du, in der bei Bibel. Moses. Ja, und die sind durchgezogen und wie sie durch waren und die Ägypter sind gekommen, ist das Rote Meer wieder zusammengeklatscht. Und die Ägypter sind Ja. ertrunken. Und die haben das auf eine ganz einfache Art gedreht. Die haben also eine Miniatur des Meeres das Meer zuerst reinrinnen lassen und dann das verkehrt abgespielt, wenn man sich das vorstellen kann. So dass Na. in der Filmaufnahme das Meer sich geteilt hat. Nicht, weil das reinrinnen lassen war natürlich einfach von zwei Seiten. Ja. Aber Ja, das dann Meer teilen hat bis jetzt wirklich nur Moses geschafft. Und das hat im nur, Alten Testament, das ist auch schon einige Zeit her. ja, stimmt nicht ganz, sondern gleichzeitig mit dem Sascha Kolowrat hat der Cecil B. DeMille Wer ist eine das? erste Fassung der 10 Gebote gedreht. Und Aha. auch da hat er eine Meerteilung, eine rote Meerteilung zeigen müssen. Aber angeblich war die Wiener Meerteilung Aha, mehr. also es gibt mehr Teilung als eine Es Teilung. hat mehr Teilungen gegeben, aber die Wiener Die Wiener waren die ersten. Mehrteilung hat mehr gefallen als die amerikanische Mehrteilung. Ich Ja, kenne jetzt nicht klar. mehr, mehr aus. Okay. Ich kenne mich, ich weiß auch nimmer mehr, wie das alles war.
Cool, das klingt echt gut. Und waren da auch berühmte Menschen dabei bei diesen Filmstudios? Gab es da Stars und Sternchen? Hat es viele gegeben, aber bei der Sklavenkönigin zum Beispiel hat der Michael Curtis, der ja dann Casablanca der Regisseur war, damals hat er noch Curtis geheißen, Regie geführt, und der junge Walter Slezak, der Sohn von Leo Slezak, Dem Autor. dem Sänger, Sänger. hat mitgespielt, und der Frank ist S. nachher in Hollywood ein recht bekannter Schauspieler Und geworden. hat dann ihm und der Michael Curtis, nein, ja? Curtis hat er damals geheißen. Curtis Ja, hat dann Michael. gesagt, uns bleibt immer noch Favoriten. Bleibt immer. Ja, aber du meinst, es hat er schon damals gehabt, den Ja. Sinn, und hat es dann adaptiert sozusagen. Genau, als ich dachte, jetzt bin ich in Casablanca, jetzt muss ich nach Paris. Schitti, bitte. Ja, Nerd genau. alors. Schau mir in die Augen, Kleines. Was ja nicht Ja. stimmt, so die Ja, Übersetzung hör war mir in wieder. die Ohren, Große. Gut. Ah ja. Okay, und jetzt sind wir da mitten im Kurpark Oberla. Gibt es über den noch irgendwas zu sagen? Ja, das ist nach der Wieg in der Donaustadt ist das wieder eine Gartenbauausstellung geworden auf einem devastierten Gelände, und ist eben sehr schön, schön zum Spazierengehen. Ist nicht mein Gebiet, Spazierengehen im Garten, in einem Park meine. Und Sondern am Fuße dieses Kurparks ist eben die Therme Oberla, die ja wahrscheinlich schon die Römer gekannt haben, und die dann in den 30er Jahren, ist man wieder da, in den 1930er Jahren, nicht in den 30er Jahren der Römer, in den Aha. 1930er Jahren hat man diese Quellen wieder entdeckt, hat es aber eigentlich nicht beachtet. Und erst dann also so in den 1960er Jahren hat man angefangen, das auszunutzen. Und ich glaube, 1968 ist dann die Therme eröffnet worden, die Therme Oberla. Und dann, glaube 2010 ist das Ganze umgewandelt worden also erstens einmal renoviert. Und dann sind ja dort wirklich Heilquellen zu Heilbehandlungen, und ein medizinisches Zentrum und so weiter. Also das ist ganz Und jetzt groß. gibt es sogar eine U-Bahn hin. Jetzt gibt es sogar U-Bahn hin. Und das U1. ist die U1, und man steigt aus, geht über die Brücke und ist in der Ja. im Thermen. Und beim Kultursommer Wien heuer im Sommer 2021 hat es dort eine Bühne gegeben und die muss ich sagen, war fantastisch. Ja. Also das war so schön dort und ich war da ja bei einigen Veranstaltungen. Ja, du hast ja Ich habe dort moderiert, genau. ja. Und das war so fantastisch dort, weil da hat es einfach so extrem gut gerochen. Von Du, diesem Wald her. Da, ja. wo war das, in der Therme oder Naja, heraus? nee, also man ist aus der U-Bahn-Station rausgegangen und da war links die Therme und dann war rechts diese Bühne. War eine sehr große Bühne, waren fantastische Konzerte. Ja, und es war einfach eine wahnsinnig schöne Stimmung, weil das so gedreht war, dass man so in diesen Wald reingesehen hat, in diesen Pinienwald und es hat geduftet und es war eine ganz, ganz tolle Stimmung und ein sehr, sehr nettes Team dort. Also, Favoriten Rocks, Ja. sage ich jetzt mal. Also da gibt es wirklich, wirklich coole Plätze. Ja, und wir sind immer und da gibt es noch einiges zu entdecken. Da haben wir noch ein paar Folgen, gell? Naja, ja, es gibt überall sehr viel zu entdecken. Man würde es nicht glauben. Ja, in diesem Sinn hole ich mir jetzt mal ein virtuelles, nenne ich nicht mal virtuelles, aber wie sagt man da, ein Törtchen aus der Kurkonditorei Oberlas, diese Schokotorte. Mua. Ja, das hast es ja nicht weit. Von, ja, dann, jetzt schon leider, aber die würde ich mir jetzt holen aus der Kurkonditorei. Und ja, was würdest du dir holen aus der Kurkonditorei? Aus der Kurkonditorei, das kann ich da genau sagen, würde ich mir einen Gemüsestrudel holen. Was? Kurkonditorei ist für mich Gemüsestrudel, egal wo. Aha, das ist aber ungewöhnlich. Wieso? Naja, weil das ist doch sowas, wo man am Nachmittag hingeht und so dann so sich mit dem Kurschatten trifft und irgendwie einen Kaffee trinkt und sein Törtchen isst. Nein, Bitte mit Sahne, so stelle ich mir das treffe vor. mich mit keinem Kurschatten und esse einen Gemüsestrudel, egal in welcher Kurkonditorei ich bin. Das muss ich auch mal probieren. Das ist eine neue Erfahrung. Der ist wirklich sehr gut. Ja, werden wir machen. Wir grüßen an dieser Stelle alle
Kurkonditoren. Kurkonditoren. Auch die Erzähl mir von Wien-Konditoren und alle Schatten über Wien. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Servus, Edith. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.